Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben Samstag, den 6. Herbst und wir werden heute Geoden bei Clint aufbrechen lassen, unseren Hof weiter ausgestalten, craften, Kleidung schneiden, Hartholz sammeln und wir werden mal wieder mit den Dorfbewohnern quatschen und sie mit Geschenken überraschen. Also liebe Leute, ich freue mich, los geht's. Oh, guten Morgen Anni, na bist du heute drin? Ja, du willst nicht nass werden, ne? Das versau ich dir jetzt. Okay, das interessiert sie gar nicht. Naja. Was sagt denn der Wahrsager zum heutigen Tag? Die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay. Ja gut, ich brauche heute auch kein Glück. Will eh nicht in die Mine. Guten Morgen, Haley. Liebes, ich bin schwanger. Oh, wie schön. Oh, ist das nicht wundervoll? Ach, wie süß. Und sie ist ganz rot angelaufen. Oh. Bald läuft hier ein Babyhuxel rum. Oder eine Huxeline, wer weiß. Hier, Käffchen. Darf man Kaffee in der Schwangerschaft trinken? Ja, ne? Ich kenne mich da nicht so aus. Ich glaube, nur Alkohol ist verboten. So, gesucht. Ein frischer Hummer für eine wundervolle Fischcremesuppe, an der ich arbeite. Wer? Gastbesitzer der Kneipe zum Sternfall, Belohnung 800G. Ja, ich glaube, wir haben keinen Hummer. Wir haben nur ganz viele von diesen Flusskrebsen, aber die zählen wahrscheinlich nicht. Ein kleiner Süßwasserverwandter des Hummers. Ja, ein Verwandter des Hummers ist halt kein Hummer, ne? Sehr intelligenter Satz, ich weiß. Ja, okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Irgendwo finden wir schon Hummer. Kriegen wir, glaube ich, aus dem Meer, ne? Auch mit einer Krabbenreuse, vermutlich. Guten Morgen, Ishatnaha. Hallöchen. Ishatnaha wird heute nass. Okay, in der Höhle haben wir nichts, aber wir kriegen Äpfel oder einen Apfel und einen köstlichen, köstlichen Granatapfel. Und wir kriegen Honig. Ja, den könnte ich zum Beispiel den Dorfbewohnern schenken, ne? Ich wollte heute ja eh so ein paar Geschenke verteilen, da passt es eigentlich ganz gut. Wie sieht's hier aus? Oh, alter Schwede. Boah, so viele uralte Früchte. Ja, langsam wird's. Also, bald ist das ganze Gewächshaus voll damit. Boah, sogar zwei goldene. Ich glaube, die behalte ich sogar. Ja, ich behalte die mal. Da machen wir eventuell Wein draus oder so. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Oder wir verschenken die. So, jetzt warte ich natürlich mal fix auf die Saat. Ich hoffe, wir kriegen da recht viel raus. Ach, gemischte Saat. Das ist natürlich eine Niete. Na komm schon. Los! Alte Sam. Oh, okay, okay, okay. Fünf Päckchen. Nochmal. Dann hat sich das hier wirklich gelohnt. Okay, okay, okay. Ja, dann sind wir hier aber auch fertig, ne? Okay, noch ein Päckchen. Hupala. Oh, nee, das wollte ich nicht. Okidoki. Ja, dann schauen wir mal eben im Schuppen vorbei. Robin sollte hier arbeiten. Immerhin kriegt sie Geld dafür. Oder sie hat Geld dafür gekriegt. Ja, sie arbeitet. Alles gut. Ich meine, sie ist ja sehr verlässlich, was das angeht. Also. Alles andere hätte mich auch gewundert. Wein, Wein, Wein. Den könnten wir heute auch verschenken. Wobei, ich kann auch Kaffee verschenken. Ja, ich glaube, ich nehme den Kaffee sogar als Geschenk für die Leute. Die Kinder freuen sich da nicht drüber, aber alle anderen, meine ich.
Okidoki, noch eben gießen. Nicht nur die Katze wird heute gegossen, sondern auch die Töpfe. So wie es eigentlich sein sollte. Gut, 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 gut. Das Hartholz hole ich mir später. Ich gehe erstmal zu den Tieren. Also wir beenden erstmal unseren regulären Rundgang. Ich glaube, hier kriege ich Stoff, ne? Genau. Also ich brauche heute ganz viel Stoff, weil ich, wie bereits erwähnt, ja Kleidung herstellen möchte. 1, 2, 3, 4. Okidoki. Bis morgen, meine Kleinen. Gleich sind wir fertig. Wie sieht's hier aus? Ein neues Entenküken ist geschlüpft. Oh, wie schön. Ja, dann wird es mal wieder Zeit, jemanden aus der Community zu verewigen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Barthel? Hat schon öfter kommentiert. Grüße gehen raus. B-A-R-T-H-E-L. Jo, willkommen in der Familie. Oh, ganz winzig. Süß. Ach so, guten Morgen erstmal. So. 1, 2, 3, 4, 5. Mal eben Eier nachwerfen und dann sind wir hier durch. Ja, bringe ich jetzt überhaupt irgendwas in den Keller? Ich glaube, ich mache das gar nicht. Also ich bringe jetzt nichts zum Reifen runter. So, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Den Rest behalte ich. Okidoki. Ich brauche noch ein paar Sachen aus dem Lager. Ganz dringend. Für den heutigen Part, und zwar brauchen wir Geoden, wir brauchen Hartholz-Zauneinheiten, Holzboden. Wir brauchen noch mehr Geoden, alle die ich kriegen kann. Hier ist auch noch eine drin. Dann. Brauche ich Stoff natürlich, die Frucht nehme ich auch mit, die goldenen Früchte packe ich rein. Okay. Ja, ich brauche ganz viel zum Schneidern halt, ne? I don't know. Ich weiß nicht, was ich hier schon verschneidert habe. Ich nehme einfach mal alles Mögliche mit. Okay, Moment, ich habe eine Idee. Ich schnappe mir auch noch so eine süße Edelsteinbeere, genau. Einfach mal was Besonderes. Ja, die selteneren Sachen, die geben ja meistens ganz coole Kostümchen. Ja, und ich werde ein bisschen was von meinem Werkzeug hier lassen. Ich brauche sowieso nichts. Großartiges. Ich brauche heute eigentlich nur die Axt. Oder Espresso. Ah, wobei, die nehme ich vielleicht sogar mit. Genau, das passt. Okidoki. Na dann. Auf ins Dorf. Erstmal ein paar Leute hier beschenken. Wer möchte denn Wein haben? So ist niemand draußen, ne? Weil es regnet. Wie wär's mit Louis? Okay. Wo sind die Leute denn alle? Hallo? Ist jemand am Strand unten? Ja, fantastisch. Huxel, komm rein.
Willkommen in meiner bescheidenen, nun, Hütte. Das ist mein Schreibtisch. Ich verbringe hier die meiste Zeit. Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich schon immer Schriftsteller werden. Habe ich dir das je erzählt? Aus diesem Grund lebe ich hier alleine. Ich dachte, ein einsames Leben würde mir helfen, mich auf meine literarischen Inspirationen zu konzentrieren. Zu Hause hat jeder gesagt, dass ich verrückt wäre, dass ich es nie als Schriftsteller schaffen würde. Kannst du das glauben? Sie sagten, auf jeden erfolgreichen Schriftsteller kommen 1000, die kläglich versagen. So eine Schwarzseherei, schrecklich. Ich kann es in deinen Augen sehen. Du glaubst an mich, Huxel. Du hast dieses Funkeln. Wie inspirierend. Genau danach habe ich gesucht. Eine Frage. Was für Bücher magst du so, Huxel? Science Fiction. Das hätte ich nie gedacht. Ich schätze, selbst Menschen mit den bodenständigsten Berufen haben ihren Kopf manchmal in den Sternen. Ich werde das im Kopf behalten. Alles klar, genug über mich geredet. Du weißt vermutlich eine ganze Menge über Pflanzen, oder nicht? Könntest du dir vielleicht diese Rose hier ansehen? Ich fürchte, ihr geht es nicht sonderlich gut. Hey, ein Geschenk für dich. Und das ist für mich fabelhaft. Oh, dann sind wir ja schon mal ein Geschenk los geworden. Aber ich will doch noch mehr Leute beschenken. Komm herein, Huxel. Ich möchte dir etwas zeigen. Es ist mein geheimes Hobby. Ich habe monatelang geübt. Jetzt setz dich hin, entspann dich und lass dich zu einem besseren Ort hin mitreißen, okay? So, was hältst du davon? Das war unglaublich. Danke dir. Boah, das war ja voll süß. Uff, das war ein ganz schönes Training. Ich war nicht mehr so verschwitzt, seit ich bei Abigails Fiesta-Abschlussfeier die Pfefferplatte bestellt hatte. Nun, ich sollte mich wohl besser duschen. Danke fürs Zusehen. Oh, voll schön. Hier hast du Wein. Danke dir. Ich fühle eine positive Energie in diesem Geschenk. Jo, wir könnten schneidern. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt auch direkt. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen. 15 Uhr, ich muss zu Clint. Ah, ich habe aber leider nicht mehr so viel Platz im Inventar. Naja, egal. Was kriegen wir denn aus der Kaktusfrucht? Falsches Feld. So ist es richtig. Na, okay, ein Shirt anscheinend. Dann haben wir die Edelsteinbeere. Oh, das gibt einen Hut. Ah, so ein Turban, sehr schön. Dann haben wir die uralte Frucht. Oh, das gibt eine Hose, sehr schön. Dann haben wir eine Frühlingszwiebel. Okay, ein nettes T-Shirt.
Oh, auch ein schönes Oberteil. Was kommt aus der Lachsbeere raus? Oh, noch so ein schönes Oberteil. Dann haben wir den Granatapfel. Okay, eine Hose. Was kommt denn aus dem getrockneten Seestern raus? Nur wenn unten rechts ein Fragezeichen steht, dann hat man das, glaube ich, noch nicht hergestellt übrigens. Glaube ich jedenfalls. Na? Oh, so ein Skelett-T-Shirt. Finde ich auch ganz nice. Dann haben wir hier noch das Fischilein. Ach, Mann. Manchmal geht der Zeiger nicht dahin, wo ich will. Der Zeiger geht mir quasi auf den Zeiger. Okay, noch so ein schönes. Boah, wir haben mal sehr viele schöne Oberteile jetzt auch gekriegt. Ja, auf jeden Fall. Und als letztes nehmen wir hier diese Muschel. Nee, Quatsch. Okay, die hatten wir schon. Aber die hier noch nicht. Boah, was? Ein Bikini-Oberteil. Ein Sommerhit. Matrosenhemd, locker geschnittene Hose. Genie-Hose oder Genie-Hose. Wahrscheinlich eher Genie, ne? Wegen Wunsch. Aber ich glaube, die Genie-Hose hatten wir schon, oder? Habe ich jetzt vorhin nicht drauf geachtet. Egal, ein T-Shirt, eine grüne geknöpfte Weste. Die finde ich sehr, sehr schick. Muss ich sagen. Ich glaube, die ziehe ich sogar an. Dann haben wir einen Turban. Ja, wobei, ich bin jetzt kein Turbanträger. Naja. Okay, 15.10 Uhr. Ja, wir sollten wirklich zu Clint. Ah, ich kann wahrscheinlich nicht alles aufbrechen. Ja, weil, wie schon gesagt, ich habe nicht mehr genug Platz im Inventar. Das hatte ich vorhin nicht bedacht, als ich losgeritten bin. Ah, oder wir schenken Clint noch eben was. So, möchtest du hier was auch immer haben? Einen Apfel. Das ist ein lustiges Geschenk. Danke. Ja, natürlich. Äpfel, ne? Wer kennt's nicht? Super lustig, Äpfel. Also Äpfel sind super, super witzig. So, wir brechen Omnigion auf. Und wir kriegen einen Hämatit. Golderz. Das sieht selten aus. Coelestin. Das erste Mal, glaube ich, dass wir das gefunden haben. Kalzit. Kohle. Kohle. Ein Speckstein. Oh, das sieht gut aus. Feueropal. Noch mehr Kohle, finde ich immer super. Ein Helvit. Noch ein Helvit. Kupfer. Und noch mehr Kohle. Ja, hat sich aber durchaus gelohnt, also. Das war ja schon ganz vernünftig. So, können wir irgendwas abgeben? Ja, tatsächlich. Ah, schaut mal hier. Das hatten wir noch nicht. Ja, kommt hier unten hin. Oh, wieder keine Belohnung. Aber so viel fehlt uns auch gar nicht mehr im Museum. Also wir nähern uns da langsam der Vervollständigung. Okay, okay, okay. Dann hacken wir mal ein bisschen Holz. Ich wollte Hartholz besorgen heute. Auf dem Hof haben wir auf jeden Fall einen Mahagonibaum. Den werde ich fällen, aber wir gehen jetzt auch mal fix zum geheimen Wald. Dann nehme ich das Hartholz auch mit. Ja, und wir kriegen ja ab und zu von den regulären Bäumen auch Holz, ne? Also, eine gewisse Chance besteht immer. Ich finde übrigens das neue Oberteil echt schick, was ich trage. Also, steht meiner Meinung nach Ingame-Huxel ganz gut. Ah, sehr schön. Zweimal Hartholz. Oh, Mahagonisamen, nice. Die pflanze ich gleich auf dem Hof auch ein.
So, hier unten haben wir noch ein bisschen was. Wir könnten auch die Pilze mitnehmen, ne? Wenn sie hier eh schon rumstehen. Ach so, Inventar voll. Ja, so viel dazu. Wo habe ich denn die Schattenhaar geparkt? Ah, da vorne. Das Pferd hat sich mal wieder versteckt. Hatten wir ja schon des Öfteren mal. Boah, wir haben schon 18.30 Uhr. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Vor allen Dingen müssen wir unser Inventar mal leer machen. Wir könnten eigentlich die ganzen Artefakte auch verkaufen. Oder. Ich wollte die eigentlich sammeln. Nee, ich will die auch sammeln. Ja, dann packe ich die in irgendeine Fischkiste oder so. Die gelbe Kiste, die ist definitiv voll. Also da passt der Kram nicht mehr rein. So, Mahagoni-Samen. Oh, wir haben 28 mal Hartholz gekriegt. Schon ganz nett, ne? Okay, die Truhe hier ist fast leer. Dann kommt der ganze Kladderadatsch jetzt hier rein. Okay, das waren, glaube ich, schon alle, ne? Ach, die Kleidung, die bringe ich mal eben in die Hütte. Ach, immer dieses Ganze organisieren. Das ist aber auch ein Zeitfresser. Wobei, mein Kistensystem macht mir ja schon ein bisschen leichter, aber trotzdem. Jo, wo ist denn meine Kleiderkiste? Da oben. Okay, zack. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche eventuell noch ein paar Hartholzzauneinheiten. Ich nehme mal 40 mit. Ja, 45, okay. Muss durch 5 teilbar sein. Und ich crafte Bienenhäuser ohne Ende. Genau. Warum, das seht ihr gleich. Diesen Bereich hier, den wollte ich nämlich so ein bisschen aufräumen. So, erstmal kommt der ganze Kappes hier weg. Nein! Oh, falsche Seite. Ah, super. Da war Hartholz dabei. Das Gras soll hier mal ruhig weiter wachsen. Also ich entferne wirklich nur Bäume und Steine. Habe eh keine Sense dabei. Okay, sehr schön. Dann packe ich hier Bodenplatten hin. Hier oben kommen auch welche hin. So auf die Höhe, na, wobei noch ein Feld weiter oben. Eben gucken. 1, 2, 3. Okay, das passt. Hätte gerne 3 Felder Abstand zum Zaun. So, und dann packe ich hier die Bienenhäuser hin. Da möchte ich noch mehr haben übrigens. Ja, hier kommt eine riesige Menge an Bienenhäusern hin. Und dann, ja, kriegen wir mal mehr Honig auf einmal. Ja, und ansonsten stelle ich jetzt hier noch die Zauneinheiten hin. Und dann war es das auch für heute. Ich meine, ich warte aktuell ja sowieso auf Brombeeren, ne? Also wir brauchen Brombeeren, um mit der Hauptquest weitermachen zu können.
Damit können wir wahrscheinlich erst so, ja, am 8. weitermachen höchstwahrscheinlich. So, hier unten kommt noch ein Tor hin. Okay, okay, okay. Hier ist irgendwas im Weg. Den Zaun sieht man hier gar nicht, ne? Könnte ich mir auch klemmen. Andererseits, ich wüsste, dass da kein Zaun ist und dann würde es mich aufregen. Okay, da brauche ich sogar noch ein paar Einheiten. Na gut, wollen wir es mal nicht übertreiben. Wir haben eine ganze Menge geschafft heute. Von daher geht es mal eben zum Lager. Wir lagern alles ein. Dann hole ich mir mein Werkzeug wieder, ja, und dann war's das. Na, 0:40 Uhr. Knappe Kiste heute. So, wie wird denn das Wetter morgen? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Sehr schön. Na dann, ab ins Bett. Das war der 6. Tag im Herbst, Jahr 2. Wir haben immerhin 4885 G gemacht. Und das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.